So, damit kämen wir zum Tagesordnungspunkt 3, der Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte, heute in zwei Runden. Wir beginnen zunächst mit Runde 1 und wie eingangs gesagt, beginnt die SPD und damit darf ich Frau Sturm bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dass die Corona-Pandemie und der folgende Lockdown zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen in der Stadt Dresden geführt hat, ist hinreichend bekannt und in diesem Hause bereits vielfältig diskutiert worden. Neben dem Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberuflerinnen haben wir die Aussetzung von Sondernutzungsgebühren für Freiflächen beschlossen und Nothilfefonds für die stark gebeutelte Kultur verabschiedet. Weitere Maßnahmen werden gegebenenfalls noch folgen. Zur weiteren Ankurbelung der Wirtschaft erreichte auch meine Fraktion ein Schreiben verschiedener Akteure, die eine Verlängerung bzw. eine Vorverlegung des Weihnachtsmarktes wünschen. Da die Konzessionen zu den diesjährigen Weihnachtsmärkten bereits vergeben wurden, stellen sich mir hier einige Fragen in Bezug auf deren nachträgliche Veränderbarkeit. Erstens, wie lange gehen die aktuellen Konzessionen noch? Zweitens, wie viele sind es rund um den Weihnachtsmarkt? Drittens, sind die Konzessionsverträge einheitlich? Und viertens, inwiefern lassen sich die bestehenden Konzessionen ein Abweichen der Zeiten der Durchführung des Weihnachtsmarktes zu? Mhm. Vielen Dank, Frau Sturm, für die Fragen. Also, die Konzessionsverträge sind nahezu einheitlich. Wir haben insgesamt 6, 4 thematische Weihnachtsmärkte. Das ist die Hauptstraße, Taschenberg, also hin um Taschenberg, der Neumarkt, die Prager Straße und eine thematische Weihnachtsveranstaltung auf dem Postplatz. Diese 5 sind alle bis Ende 2021 befristet. Es gibt einen 6. Konzessionsvertrag, den wir haben. Der geht um die Tassenspülung auf dem Striezelmarkt. Der ist gültig bis Ende 2022, ist aber jetzt von dieser Frage nur partiell betroffen. Regelung muss man dann heranziehen, den Paragraph 132.3 des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkung. Und hier ist lediglich zulässig eine Abweichung vom Auftragswert bis zu 10%. In diesem Rahmen können Änderungen gemacht werden. Ansonsten wäre das auch rechtlich angreifbar. Zusätzlich, das müsste man beachten, wenn man es beschließt, das kann natürlich das Hohe Haus immer machen, aber er hat selber, der Stadtrat, im Jahre 2011 einen Beschluss gefasst unter dem Stichwort Nutzungskonzept zu Märkten auf innerstädtischen Straßen und Plätzen der Landeshauptstadt Dresden während der Adventszeit. Nach diesem Beschluss dürfen die thematischen Weihnachtsmärkte erst nach dem Striezelmarkt öffnen und spätest mit ihm schließen. Das müsste man, wenn man Änderungen vornehmen würde, anpassen. Okay, danke schön. So, als mein Nächster ist die FDP in der Reihe, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der ADFC hat uns in den vergangenen Tagen ja wieder Post geschickt und dabei unter anderem uns über die Anzahl der Radstellanlagen an Dresdner Bahnhöfen informiert. Er hat auch bemängelt, dass es derer zu wenig gibt. Jetzt haben wir schon mal vor einem halben Jahr darauf hingewiesen, dass es ja ein eigenartiges Phänomen, vor allem am Hauptbahnhof, aber auch an anderen Bahnhöfen gibt, nämlich dass dort über Monate hinweg irgendwelche kaputten Räder angeschlossen sind. Das heißt, sehr viele Abstellanlagen werden blockiert durch kaputte Räder. Wenn man dort alle 2 Monate mal guckt, sieht man auch gerne immer noch die gleichen. Deswegen meine Frage, wie handhabt das die Stadt? Wie viele von diesen offensichtlichen Schrottfahrrädern wurden denn im letzten Jahr und dieses Jahr bereits entsorgt und finden regelmäßig Kontrollen dazu statt, vor allem an den Bahnhöfen? Die Beantwortung übernimmt hier der erste Bürgermeister, Herr Sill. Sehr geehrter Herr Zastrow, in den Stadtbezirksämtern wird diese Aufgabe regelmäßig wahrgenommen, in der Form, dass wir im Jahr 2020 bereits 141 Schrottfahrräder entsorgt haben, davon in vielen allein 122 auf die Stadtbezirke Altstadt und Neustadt.
Im Jahr 2019 waren es insgesamt 207 Schrottfahrräder und hierbei entfielen 179 auf die Stadtbezirksämter Altstadt und Neustadt. Die letzte größere Aktion hierzu hat im Mai diesen Jahres am Dresdner Hauptbahnhof stattgefunden. In den Stadtbezirksämtern Altstadt und Neustadt entfolgen auch regelmäßig Kontrollen, logischerweise insbesondere im Umfeld der beiden Fernbahnhöfe. Das geschieht in der Regel 2 bis 3 Mal im Monat, immer auch in Abhängigkeit vom sonstigen Arbeitsaufkommen. Logischerweise ist diese Aufgabe auch in den letzten Wochen und Monaten natürlich etwas aus dem Tritt gekommen, nimmt aber jetzt wieder eine hohe Priorität auch ein. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Bearbeitung dieser Schrottfahrräder natürlich ein relativ aufwendiger Vorgang ist, weil es sich ja immerhin um fremdes Eigentum handelt. Wir wollen die nächste größere Aktion noch im Juli diesen Jahres machen. In den anderen Stadtbezirksämtern finden keine regelmäßigen Kontrollen, so wie in Altstadt und Neustadt, statt. Erstens, weil hier ja die beiden Fernbahnhöfe sind. Andererseits, weil sich gezeigt hat, dass in den anderen Stadtbezirken, wenn es eventuell entsprechende Sachverhalte gibt, diese über das Bürgertelefon oder über die Direktwerk-App gemeldet werden. Und in den Ortschaften ist das bisher mit Schrottfahrrädern auch kein Thema. Vielen Dank. Keine kleine Nachfrage. Wenn Sie es jetzt nicht haben, können Sie es mir vielleicht schriftlich nachreichen. Erstens würde mich interessieren, versuchen Sie die Halter festzustellen? Wird das aktiv probiert? Und was passiert mit diesen Fahrrädern? Werden die versteigert? Werden die tatsächlich verschrottet? Und da würde mich dann schon interessieren, was kostet das eigentlich die Stadt? Also den Kostenaufwand kann ich jetzt pauschal nicht ganz genau sagen. Natürlich dort, wo eine Eigentumszuordnung möglich ist, dann wird er auch nachgegangen. Also sprich, wenn ein Fahrrad vorher kodiert gewesen ist, da ist das möglich. Ansonsten findet sich ja ohne entsprechende Kodierung eben anders als beim Auto keine direkte Zuordnung. Daraus resultiert aber, dass man ein Stück warten muss, bis man sie entfernen kann, weil man erst einen Hinweis geben muss. Hier handelt es sich am Schrottfahrrad, um dem Eigentümer die Möglichkeit zu geben, es auch abzuholen. Dann, wenn es tatsächlich Schrottfahrräder sind, ist, das sah man auch aus den Fallzahlen, in der Regel die Entsorgung der geeignete Weg. Es gibt eine geringere Anzahl von Fahrrädern, wo man an gemeinnützige Vereine das, was von dem Schrott noch tauglich ist, dann weiterverarbeiten kann. In dem Moment, wo das Fahrrad fahrtauglich ist, ist es per Definition eben kein Schrottfahrrad und bleibt stehen. Danke. Damit setzen wir fort mit den Freien Wählern und hier ist der Fragen der Herr Nitsche. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir werden in der heutigen Sitzung über die Ausschreibung der Stelle des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften beschließen. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, ungewöhnlich, weil der amtierende Bürgermeister bisher nur die Absicht geäußert hat, seine Stelle aufzugeben. Eine Entscheidung darüber, ob er in Heidelberg zum Zuge kommt, ist bis zum heutigen Tage noch nicht getroffen. Gleichwohl verkündet die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bereits am 6. Juli diesen Jahres auf ihrer Webseite: Die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen hat sich aus 21 Kandidat-Sternchen-Innen bei ihrer Klausur am Wochenende mit breiter Mehrheit für Stefan Kühn als Kandidaten für das Amt des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften entschieden. Am 4. März diesen Jahres wurde die Öffentlichkeit über eine Vereinbarung informiert, die von den Fraktionen CDU, SPD, Grüne und Linke getroffen wurde. Dazu war bzw. ist noch in der Sächsischen Zeitung zu lesen: Grüne, CDU, Linke und SPD haben sich damit verständigt, dass die jeweiligen Fraktionen das Vorschlagsrecht für die Bürgermeisterposten haben. Was allerdings entscheidend ist, durch die Unterschrift haben sich alle verpflichtet, dass die jeweils vorgeschlagene Person für die Ämter im Stadtrat gewählt werden, auch wenn bis 2022 noch viel Zeit vergeht. In der Drucksache WD6-3000-020-19 des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zu Stellenausschreibungen im öffentlichen Dienst wird auf Seite 6 unter dem Punkt 3 Auswahlverfahren im Unterpunkt 3.1 auf den Grundsatz der besten Auslese verwiesen. Zitat: Der Grundsatz der besten Auslese soll verhindern, dass andere Bewertungskriterien
als Eignung, Befähigung und fachliche Leistung, in Klammern wie zum Beispiel politische oder persönliche Verbundenheit, Klammer zu, für Personalentscheidungen bestimmend sind. Meine Fragen sind deswegen. Erstens, wie werden Sie den im Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz geregelten gleichen Zugang für jeden Deutschen nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung bei der möglicherweise notwendigen Besetzung der Stelle des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften sicherstellen? Und des Weiteren, die Grünen haben bereits öffentlich bekannt, Stefan Kühn für die Stelle des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften vorzuschlagen. Die Fraktionen CDU, SPD und Linken haben sich öffentlich verpflichtet, den Vorgeschlagenen zu wählen. Führt das Ihrer Meinung nach nicht zu einer Verengung des Bewerberfelds, beziehungsweise wird die Ausschreibung, über die wir uns heute noch unterhalten werden, damit zu einer Farce? Die Beantwortung übernimmt hier Herr Kollege Dr. Lames. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Nitsche, für die Besetzung von öffentlichen Ämtern und Stellen gilt das Prinzip der besten Auslese, das sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes ableitet. Das gilt grundsätzlich auch für die Stellen von kommunalen Wahlbeamten. Damit ist auch die Entscheidung zur Besetzung der beigeordneten Ämter in der Landeshauptstadt Dresden nach den Kriterien Eignung, Befähigung und Leistung vorzunehmen. Allerdings spielt bei der Ämterbesetzung mit kommunalen Wahlbeamten immer auch eine politische Komponente eine Rolle. Das ist systembedingt und zeigt sich schon daran, dass nach dem Gesetz die Beigeordneten im Gemeinde- bzw. Stadtrat gewählt werden, wie es sich aus § 56 Absatz 2 Satz 1 der sächsischen Gemeindeordnung ergibt. Das bedingt, dass Beigeordnete über ein gewisses Maß an politischem Vertrauen verfügen müssen, um überhaupt gewählt werden zu können. Das wird von der Rechtsprechung auch akzeptiert. Es gibt Entscheidungen auch des sächsischen Oberverwaltungsgerichts, in denen der Wahlcharakter der Entscheidung über die Stellenbesetzung besonders betont wird. So die Entscheidung vom 15. März 2005. Das sächsische Oberverwaltungsgericht weist hier darauf hin, dass zwar nach § 56 Absatz 2 Satz 2 der sächsischen Gemeindeordnung die Vorschläge der Parteien und Wählervereinigungen nach dem Verhältnis ihrer Sitze im Stadtrat berücksichtigt werden sollen, es sich dabei aber um eine Soll-Vorschrift handelt, das Repräsentations- oder Spiegelbildprinzip, wie es etwa bei der Besetzung von Ausschüssen Anwendung findet, gilt hier gerade nicht. Ein von der Fraktion vorgeschlagener Kandidat bzw. eine vorgeschlagene Kandidatin bekommt daher nicht automatisch das Amt als Beigeordneter übertragen, sondern muss sich noch einer Wahl des gesamten Stadtrats stellen. Das erfordert politische Mehrheiten. Die Wahl im Stadtrat findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ist dadurch bedingt einer Überprüfung, ist dadurch nur bedingt einer Überprüfung zugänglich. Das der eigentlichen Wahl vorgelagerte Verfahren bis hin zur Entscheidung darüber, welcher Kandidat bzw. welche Kandidatin zur Wahl vorgeschlagen werden soll, lässt sich gegebenenfalls auch gerichtlich überprüfen. Diese vorgelagerten Maßnahmen und Verfahrensschritte müssen Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und dem Grundsatz der besten Auslese gerecht werden, wobei der Ermessensentscheidung zur Auswahl auch politische Erwägungen mit zugrunde liegen dürfen. Die veröffentlichte Ankündigung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Stefan Kühn zur Wahl vorzuschlagen, muss somit die Durchführung eines ordnungsgemäßen Auswahlverfahrens nicht hindern. Das laufende Verfahren zur Besetzung der Stelle Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften wird jedenfalls so fortgeführt, wie es Gemeindeordnung und Hauptsatzung vorsehen. Vielen Dank für die Antwort. Sie gestatten eine Nachfrage? Das wäre dann folgende. Wo sehen Sie bzw. die Spitze der Stadtverwaltung den Schwerpunkt? In der politischen Verbundenheit oder in der fachlichen Eignung? Ich kann da nur auf die Ausführungen verweisen, die ich dazu gemacht habe. Und selbstverständlich setzt ein solcher Prozess eine politische Verbundenheit und im Interesse der Mehrheitsbildung auch entsprechende politische vorgelagerte Prozesse voraus.
Dies sehen wir als Verwaltung primär in der Hand des Stadtrates und sehen uns eigentlich auch in diesem Vertrauen, das wir in den Stadtrat setzen, bestätigt. Vielen Dank. Als nächstes ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe, Frau Müller. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 29. Mai diesen Jahres wurde eine Petition eingereicht, die mit mehr als 21.000 Unterschriften eine bisher einmalige Unterstützung aus der Dresdner Zivilgesellschaft erhielt. In dieser Petition wird einmal mehr deutlich, wie groß das Unverständnis und die Wut darüber ist, dass Pegida Montag um Montag Hass und Hetze in der Dresdner Innenstadt verbreitet. Die Petition wird nicht im Petitionsausschuss behandelt. In einem kurzen Schreiben an die Petenten begründen sie das, wie in vielen Fällen, damit, dass das von der Petition geforderte Handeln in die Zuständigkeit der Verwaltung fällt. Diese verkürzte Begründung, kurze Begründung, ist für BürgerInnen schwer nachvollziehbar. Einer Petition mit über 21.000 Unterschriften wird es auch schwerlich gerecht, wenn als Antwort lediglich eine nachrichtliche, nicht öffentliche Stellungnahme der Verwaltung erfolgt. Deshalb habe ich zwei Fragen. Als erstes möchte ich fragen, warum die Petition nicht im Petitionsausschuss behandelt werden kann, und bitte Sie ausdrücklich um eine auch für die breite Öffentlichkeit verständliche, ausführliche Begründung. Und selbstverständlich besteht auch für diese Versammlung das hohe Gut der Versammlungsfreiheit. Und mir ist bewusst, dass die von den Petenten formulierten Forderungen mit den Grenzen des Versammlungsrechts kollidieren. Dennoch lässt sich aus der Petition auch ein Auftrag ableiten. Ein Auftrag, eben die Mittel des Versammlungsrechts gegen alle Versammlungen gleich vehement durchzusetzen. Und der Auftrag, sich als Verwaltung und auch ganz persönlich als Oberbürgermeister zu positionieren. In der Petition wird neben der Forderung der räumlichen Beschränkung der Pegida-Versammlung auch die konkrete Frage gestellt, welche Konsequenzen sich für das Handeln der Versammlungsbehörde aus der Zunahme rechtsextremer Gewalttaten und rechtsnationaler Netzwerke in Sachsen und Deutschland im Allgemeinen sowie aus Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die direkt den Pegida-Versammlungen oder deren Umfeld zuzuordnen sind, ergeben. Ich erlaube mir dabei, auch an Ihr Versprechen vom 11. Oktober des letzten Jahres in Ihrer Rede vor der Synagoge nach dem Terroranschlag in Halle zu erinnern. Meine Frage daher, welche Signale möchten Sie als Oberbürgermeister und die gesamte Verwaltung in Dresden an all die Menschen senden, die die Petition unterzeichnet haben, und an die, die jeden Montag Pegida laut und bunt widersprechen? Wie möchten Sie sicherstellen, dass die montäglichen Versammlungen auch nach außen sichtbar, nach gleichen Maßstäben behandelt werden? Ja, liebe Frau Müller, vielen Dank für Ihre Anfrage. Im Grundgesetz Artikel 8 Absatz 1 heißt es: Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Über Bundes- und Landesgesetze ist den Kommunen die Aufgabe zugewiesen, dieses Grundrecht umzusetzen. Im Kern bedeutet dies, dass die Verwaltung diese Aufgabe im Rahmen der geltenden Gesetze und Rechtsprechung umzusetzen hat. Damit liegt auch die Antwort Ihrer Frage auf der Hand. Der Stadtrat ist für versammlungsrechtliche Fragen nicht zuständig, weil er Grundrechte nicht verändern, nicht definieren oder auslegen kann und darf. Die Petition ist aber ausdrücklich darauf ausgerichtet, den Artikel 8 Grundgesetz in einer bestimmten und von den Petenten definierten Art und Weise auszulegen. Der Stadtrat kann und darf die Verwaltung in dieser Frage aber nicht anweisen oder durch Beschlüsse binden. Natürlich kann auch die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen unterliegen aber enormen rechtlichen Hürden. Immer wieder sind behördliche Einschränkungen des Versammlungsrechts auch Gegenstand von Verwaltungsgerichtsverfahren bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und immer wieder stärkt das Verfassungsgericht die Rechte der Versammlungsanmelder gegenüber behördlichen Einschränkungen. In der Corona-Krise war dies zuletzt gut zu beobachten. Gestatten Sie mir aber auch ein paar weitere Worte zu diesem Thema. Mich stinkt es auch an, dass unsere Stadt als Bühne für rechtsextreme Aufmärsche und rassistische Parolen missbraucht wird. Aber das Grundgesetz spricht eine klare und unmissverständliche Sprache, und dafür sollten wir als Demokraten dankbar sein. Der Umgang mit zunehmendem Rassismus
ist eine politische Herausforderung, die nicht über die Einschränkung von Grundrechten zu lösen ist. Wir erleben doch selbst in Europa, wie Demokratien ins Wanken geraten und Opposition unterdrückt wird, weil Parteien und Despoten solche Grundrechte mit Füßen treten. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen, indem wir an Grundrechten rütteln. Meine Frau Mühle, stellen Sie sich nur einmal vor, Anmeldungen für Versammlungen würden nicht von der Verwaltung bearbeitet, sondern vom Stadtrat und seinen Ausschüssen. Stellen Sie sich einmal vor, die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Reisefreiheit wären abhängig von Mehrheitsverhältnissen in diesem Hause. Ich für meinen Teil könnte bei diesem Gedanken keine Nacht mehr ruhig schlafen. Ich habe bereits im vergangenen Jahr mit einem Teil der Einreicher der Petition über solche Fragen diskutiert. Die Petition ist ein guter Anlass, die Einreicher wieder an meinen Tisch einzuladen und darüber zu diskutieren, wie eine politische und gesellschaftliche Herangehensweise aussehen kann, Rechtsextremismus und Rassismus den Boden zu entziehen. Gern berichte ich Ihnen über die Ergebnisse meines Gespräches mit den Vertreterinnen und Vertretern der Petenten. Gestatten Sie mir eine Nachfrage. Ist es denn denkbar, dass Sie persönlich mal wieder montags sich mit den Gegendemonstrantinnen solidarisieren, beispielsweise jetzt kommenden Montag, wo voraussichtlich ein bekannter Rechtsextremer mit Martin Sellner, ein bekannter Rechtsextremer, dort vor Ort sein wird? Also ich werde immer klare Positionen beziehen gegen Rassismus und auch gegen aufkommenden Alltagsrassismus. Da werden Sie nie ein anderes Vorgehen meinerseits erleben. Ich habe aber auch als Verwaltungsbeamter auch eine gewisse Form und Regeln einzuhalten. Und deswegen ist immer wichtig, wie findet eine Veranstaltung statt, wie weit ist die vereinbar mit meiner Funktion oder inwieweit kann ich als Privatperson daran teilnehmen. Und das habe ich mehrfach getan und das werde ich auch in Zukunft wieder tun. So, dann machen wir weiter und wir kommen zur CDU-Fraktion. Herr Kahn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die sächsische Dampfschifffahrt ist ja in aller Munde und auch ich beobachte das Insolvenzverfahren mit großem Interesse. Soweit mir bekannt ist, können nach wie vor indikative Angebote abgegeben werden und der Termin am Montag war ein erster Termin, um dies zu tun. Insofern halte ich es nach wie vor für interessant, dass wir auch hier im Dresdner Stadtrat und auch die Stadtverwaltung sich eine Position gibt zu einer möglichen Beteiligung innerhalb des Insolvenzverfahrens. Und es liegt jetzt ein konkreter Vorschlag von den Grünen auf dem Tisch. Und mich würde interessieren, welche Position vertritt denn die Stadtverwaltung im Hinblick auf einen möglichen Kauf der Dampferflotte durch den Freistaat Sachsen, die Landeshauptstadt Dresden, den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Landkreis Meißen. Ich frage das deshalb, weil wir ja uns in den nächsten Wochen in Vorbereitung der Sitzung im September dann auch interfraktionell sicherlich abstimmen werden. Und da würde mich die Position der Stadtverwaltung interessieren, insbesondere auch unter dem touristischen Gesichtspunkt, dass ja die Flotte für den Tourismus in Dresden von ganz unmittelbarer Bedeutung ist. Vielen Dank, Herr Karl. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die sächsische Dampfschifffahrt ein ganz, ganz elementares Kulturgut unserer Region, unseres Freistaates Sachsen ist. Und zunächst erstmal sehr wohl die Gesellschafter in der Verpflichtung der Dampfschifffahrt eine Zukunftsperspektive aufzubauen, ganz von der Rand der Freistaat Sachsen selber als Gesellschafter. Ich habe mich frühzeitig dazu geäußert, wie meine Position auch für die Stadtspitze aussieht, dass ich mir sehr wohl auch einen
Engagement der Landeshauptstadt Dresden in einem Verbund, nämlich mit den genauso partizipierenden und, ich sage mal, wirtschaftlich eher schwierig betreibbaren Linien in dem Elbland und der Sächsischen Schweiz vorstellen kann, die aber gerade den Reiz der Dampfschifffahrt ausmachen. Dafür haben wir einen bewährten Träger, der heute bereits die Verkehrsleistungen für die Gesamtregionen anbietet. Das ist der VVO, der ja seines Zeichen nicht nur den öffentlichen Nahverkehr organisiert, sondern in der Tochtergesellschaft unter anderem drei Dampfeisenbahnen in unserer Region und im Erzgebirge betreibt. Ich sehe klar und deutlich den Freistaat Sachsen noch in der Verpflichtung, die finanziellen Mittel dafür aufzubringen, und habe die Gespräche sehr wohl mit den Kollegen Landräten darüber geführt und auch mit dem Freistaat Sachsen. Der hat es mit Interesse aufgenommen und wollte zu gegebener Zeit erneut auf mich zukommen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Vielen Dank für die Beantwortung. Gestatten Sie eine Nachfrage? Es wurde in der Zeitung auch von Herrn Löser ein möglicher Kaufpreis ins Spiel gebracht, und zwar in Höhe von 3 Millionen Euro für den Kauf dieser Flotte. Das erscheint mir ein relativ geringer Wert im Vergleich zu anderen Investitionsvorhaben. Ich hätte ganz gerne mal von Ihnen gewusst, inwieweit eine ähnliche Bewertung die Stadtverwaltung vornimmt. Ist das eine realistische Größenordnung? Dann wäre ja im Grunde bei der Anzahl der Akteure, die der grüne Antrag fordert, ein doch relativ überschaubares Investment zu tätigen, wenn man es denn tatsächlich möchte. Wie schätzt die Stadtverwaltung das ein? Die Stadtverwaltung hat keine Bewertung der sächsischen Dampfschifffahrt vorgenommen. Deswegen kann sie auch keine Auskünfte geben, was jetzt tatsächlich die Dampfschifffahrt an Wert besitzt. Ansonsten ist ja jetzt hier ein Bietungsverfahren, was ja einen Marktpreis dann über das Thema Ausschreibung ermittelt. Ich würde gerne noch eine zweite Nachfrage stellen. Sie hatten ja ausgeführt, dass Gespräche geführt worden sind mit dem Freistaat Sachsen und auch mit den beiden Landkreisen und dass die Stadtverwaltung jetzt zunächst mal auf Rückmeldung wartet. Nun ist ja das tourismuspolitisch doch relativ bedeutend, das Thema. Können wir auch erwarten, dass die Stadtverwaltung von sich aus noch mal versucht, dort in Gespräche zu kommen? Denn es sollte ja am Ende nicht daran scheitern, dass vielleicht zu spät miteinander geredet wurde. Also die Stadtverwaltung, auch insbesondere meine Person, hat ja schon in den letzten auch ein, zwei Jahren mehrmals immer wieder auch den Freistaat als Gesellschafter aufmerksam gemacht und angestupst, um eben gerade dieses wichtige Kulturgut für unsere Region zu erhalten und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu bewältigen. Ich sehe es aber weiterhin so, es gibt einen Hauptgesellschafter und der ist Freistaat Sachsen. Und es gibt die Bereitschaft sehr wohl, dass wir uns in einen öffentlichen Verbund, wie ich es beschrieben habe, mit hineinbegeben. Aber da muss die Initiative von demjenigen ausgehen, der auch der Eigner ist. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Herr Lazinski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, mit Schreiben vom 29. Mai 2020 informierte das Stadtbezirksamt Leuben, dass ab dem 1. Juni in den Bürgerbüros Klotsche, Leuben, Pieschen und Blauen keine Zahlung mit Bargeld mehr möglich ist. Dieser Schritt erfolgte, nachdem bereits im November 2019 bzw. März 2020 in den Bürgerbüros Blasewitz, Kotta, Prohlis und Neustadt die Zahlungsmöglichkeit mit Bargeld eingestellt wurde. In diesem Kontext ergeben sich folgende Fragen. Erstens. Wie hoch war der prozentuale Anteil an Zahlungspflichtigen im Jahr 2019, die in den Bürgerbüros Klotsche, Leuben, Pieschen und Blauen jeweils ihre Gebühren bargeldlich bezahlt haben? Zweitens, wie hoch hätte der Anteil der Bargeldzahler sein müssen, damit die Möglichkeit von Bargeld
Möglichkeit der Bargeldzahlung in den Bürgerbüros erhalten geblieben wäre und welche Kostenersparnis erhofft sich die Landeshauptstadt von diesem Schritt? Vor dem Hintergrund, dass in einigen der betroffenen Bürgerbüros der Anteil von Barzahlern im Jahr 2019, wie beispielsweise Prolis, über 50% betrug und in den Konzeptionen der Landeshauptstadt hinsichtlich Verkehrsaufkommen und Stadtentwicklungsplan, also VEP und INSEC, das Ziel verfolgt werden sollte, zur Verringerung des notwendigen innerstädtischen Mobilitätsaufkommens die Ortsteilzentren zu stärken, hätte ich drittens noch die Frage, inwiefern diese Entscheidung, dass Bargeldzahlungen zukünftig nur noch auf der Theaterstraße im Stadtzentrum erfolgen können, mit diesem Planungsziel vereinbar ist. Wurde dieser Aspekt bei der Entscheidung mit berücksichtigt? Die Beantwortung übernimmt auch hier Kollege Sittel. Vielen Dank, Herr Lasinski, für Ihre Frage. Der Prozentanteil von Bargeldzahlungen bzw. Bargeldlosen über die Bürgerbüros, die Sie benannt haben, insgesamt ist bei rund 59%, die das derzeit noch mit Bargeld machen, 41% mittels Kartenzahlung. Für die schriftliche Antwort haben wir das dann für die einzelnen Bürgerbüros nochmal aufgeteilt. Wobei es so ist, dass insbesondere die höheren Beträge in der Regel bargeldlos bezahlt werden. Logisch, weil die meisten Personen nicht so viel Bargeld auch einstecken haben. Es gibt auch keinen Anteil, den man jetzt benennen muss, wie hoch der Bargeldanteil ist, weil es ein allgemeines Ziel ist, vom Bargeldverkehr auf den bargeldlosen Verkehr umzusteigen. Das hat etwas damit zu tun, dass das Vorhalten dieser Bargeldkassen einen sehr hohen personellen und auch technischen Aufwand verursacht, gerade weil der Umgang mit Bargeld ja etwas sehr, sehr Sensibles ist. Das Ganze stützt sich auch natürlich an das Thema Unfallverhütungsvorschriften bzw. Kassensicherheitsregelung im Allgemeinen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in der aktuellen Corona-Lage und im Lichte einer zunehmenden Digitalisierung gerade der bargeldlose, also nahezu kontaktlose Zahlungsverkehr natürlich etwas ist, was vielseitige Vorteile mit sich bringt. Zudem können wir durch die Einsparung der in Anspruch genommenen Fläche für Kassensysteme gegebenenfalls zusätzliche Publikumsarbeitsplätze einrichten. Mit diesen zusätzlichen Publikumsarbeitsplätzen würde man den Bürgerservice trotz verminderten Personaleinsatzes dann noch verbessern. Nach meiner festen Überzeugung wird diese Entscheidung auf Mobilitätskonzepte und den Wunsch, wie sich Mobilität entwickelt, keinen Einfluss haben. Sicherlich auch deshalb, weil wir auch voraussichtlich ab September im Bürgerbüro Altstadt die bargeldlose Zahlung einstellen werden. Es wird aber neben der bargeldlosen Zahlung vor Ort auch immer die Möglichkeit der Zahlung per Kostenbescheid geben. Das heißt, nur das Bargeldhandling entfällt, aber derjenige, der aus möglicherweise individuellen persönlichen Entscheidungen keine EC- oder Kreditkarte hat, kann trotzdem am System hier auch teilhaben. Dadurch, dass ja für alle Personengruppen sichergestellt ist, dass sie über ein Konto verfügen, ist damit also auch niemand von der Inanspruchnahme der behördlichen Leistung abgeschieden. Vielen Dank. Als Nächsten darf ich die Fraktion Die Linke bitten, Ihre Frage zu stellen. Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, in den vergangenen Jahren sind die Mieten in den deutschen Großstädten zum Teil sehr deutlich gestiegen. Das ist für viele Mieterinnen und Mieter ein großes Problem. Viele sehen da mit großer Sorge auf diese Entwicklung. Nicht wenige haben das Problem, dass sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können oder nur noch unter sehr großer Mühe leisten können. Und vor diesem Hintergrund findet heute in Dresden auch eine Demonstration von Mieterinnen und Mietern gegen diese Entwicklung statt. Und deshalb möchte ich das hier heute in der Fragestunde thematisieren. Und da würde mich zunächst einmal interessieren, wie haben sich denn die Wohnungsmieten in Dresden im Zeitraum von 2005 bis 2019, also in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten, entwickelt? Die Beantwortung übernimmt hier Frau Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Stadtrat Scholbach, für Ihre Anfrage.
Basierend auf den Auswertungen der kommunalen Bürgerumfrage ist das mittlere Mietniveau und damit die mittlere Kaltmiete in Dresden zwischen 2005 bis 2018 um ein gutes Drittel gestiegen auf nunmehr 6,43 Euro. Hier muss aber zeitlich durchaus eine differenzierte Betrachtung erfolgen. Während also von 2005 bis 2010 eine jährliche Steigerung von etwa 1% gegeben war, ist die Steigerung im letzten Jahrzehnt durchschnittlich mit 3% pro Jahr gegeben gewesen. Für eine aussagekräftigere Einschätzung der Mietpreisentwicklung gilt es, die sogenannte Angebotsmiete, auch hier netto kalt, genauer zu betrachten. Das heißt also Mieten, die bei einer Neuvermietung im Mittel aufgerufen werden. Angebotsmieten zeigen damit die reale Dresdner Marktentwicklung. Und das bedeutet, dass im Jahr 2019 der Median der Angebotsmieten in der Stadt bei 7,59 Euro lag. Das entspricht etwa einem Anstieg von 40% gegen dem Referenzjahr 2005. So findet Mietwohnungsneubau in der Stadt Dresden fast ausschließlich im höherpreisigen Mietsegment statt und Angebotsmieten von bis zu 14% nicht mehr nur auf die Innenstadt begrenzt, sind längst keine Seltenheit mehr. Es ist klar, dass die Attraktivität Dresdens und damit eine steigende, stetige Nachfrage, stetig steigende Baupreise und auch hohe und stetig höher werdende Grundstückspreise zur Folge hat, dass sich damit auch die Mietpreise entwickeln und auch zukünftig, so unsere Prognose, steigern werden. Aus rein wirtschaftlichen Gründen, auch bedingt aufgrund der Neubaukosten, der Baukosten, wird von einer Angebotsmiete deutlich über 10 Euro pro Quadratmeter ausgegangen und darunter ist es kaum mehr darstellbar. Insofern ist es eben genau auch so wichtig, dass wir preislich geförderten öffentlichen Wohnungsbau und damit sozialen Wohnungsbau in der Stadt betreiben. Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, für die Beantwortung der Frage. Ich möchte eine zweite Frage dazu stellen. Und zwar, es wurde ja jetzt dargestellt, die Entwicklung der Mieten in Dresden. Und jetzt stellt sich die Frage, mit welchen Instrumenten kann denn den steigenden Wohnungsmieten grundsätzlich entgegengewirkt werden? Und inwieweit wurden bzw. werden diese Instrumente in Dresden eingesetzt? Nun könnte man argumentieren, dass steigende Mieten einfach aufgrund von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ähnlich wie Verbraucherpreise, Energiepreise oder auch Löhne einem Anstieg unterlegen sind. Soweit so gut. Problematisch wird es aber dann, wenn Mietpreise eine eigene Dynamik entwickeln und sich von dem normalen Preisniveau abheben, sprich das Haushaltseinkommen nicht parallel mit der Mietpreisentwicklung, mit der Mietpreisbelastung steigt. Die Landeshauptstadt Dresden hat das Problem der steigenden Mieten in den letzten Jahren erkannt und hat auch bestmöglich darauf reagiert mit unterschiedlichsten Instrumenten. Zum einen sei zu nennen, dass wir natürlich die 10.000 belegungsrechtlich gebundenen Wohnungen nutzen. Wir nutzen und haben dies auch beim Freistaat eingefordert, die Kappungsgrenze, die es uns ermöglicht, Preissteigerungen im Bestandsmieten moderat wachsen zu lassen. Die Kappungsgrenze ist jetzt ganz neu bis zum 30.06.2025 um 5 Jahre verlängert worden. Aber wir haben natürlich auch den qualifizierten Mietspiegel, der eine Verifizierung oder Falsifizierung der Mietpreisentwicklung ermöglicht und damit Mieterhöhungsmöglichkeiten wieder dem Recht außer Kraft setzt.
da aktuell davon nicht auszugehen ist, dass die Tendenz der Mietpreissteigerung gebrochen werden kann, setzen wir uns seit längerer Zeit nach wie vor für die Mietpreisbremse ein. Beim Freistaat hier gilt es, weiter im Gespräch zu bleiben. Neben diesen Preisinstrumenten haben wir aber natürlich auch kommunale Instrumente, die für uns zum Einsatz kommen und als Landeshauptstadt auch genutzt werden. Zu nennen ist natürlich zuallererst der kommunale Wohnungsbau, ist aber des Weiteren auch die Schaffung von Wohnbauflächen für Geschosswohnungsbau. Wichtig erscheint mir auch das kooperative Baulandmodell, was hier erwähnt werden sollte und auch muss, wie auch das Wohnkonzept, was Sie gemeinsam mit uns erarbeitet und beschlossen haben. Das sind zwei starke Konzepte, die es uns auch konsequent ermöglichen, kommunale Handlungsansätze umzusetzen und damit auch den Markt zu begleiten und damit die Wohnungsentwicklung in der Stadt zu gestalten. Gestatten Sie, dass ich eine zweite Nachfrage stelle. Der Stadtrat hat in der vergangenen Wahlperiode mit den Stimmen von Linken, Grünen, SPD und Piraten die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der Wohnen in Dresden, beschlossen. Die Wohnen in Dresden hat in den vergangenen Jahren ihre Arbeit aufgenommen, hat mit dem kommunalen sozialen Wohnungsbau begonnen. Und ich möchte dazu fragen, welche Wohnungsbauvorhaben mit jeweils wie vielen Wohnungen werden denn durch die Wohnen in Dresden gegenwärtig konkret realisiert und wann werden diese voraussichtlich fertiggestellt? Ja, sehr geehrter Herr Scheubach, wir haben seit Gründung im Jahr 2017 mit der WID 510 geförderte Wohneinheiten in Planung bzw. bereits in Realisierung. Hier sind bereits auch die Fördergelder seitens des Freistaates gebunden. 510 Wohnungen mögen nicht viel erscheinen in Relation zu den 195 Wohnungen, die durch den gesamten anderen, in Anführungszeichen, privaten Markt im sozialen Wohnungsmarkt realisiert bzw. geplant werden, ist das doch eine ganze Menge. Damit realisiert die kommunale WID 75% des belegungsgebundenen Neubaugeschehens in der Stadt. Aktuell, wissen Sie, haben wir die Ulmstraße als erstes Bauvorhaben in Kleinschachwitz übergeben vor einigen Wochen. Es wird noch in diesem Jahr der Nickerner Weg folgen. Insgesamt drehen sich aktuell auf 11 Standorten innerhalb der Stadt, von Striesen über Löbtau über Friedrichstadt, die Baukräne bzw. werden die Baugruben ausgehoben. Bis zum Jahresende folgen noch 4 Baugrundstücke mit 40 Wohnungen. Das bedeutet also, dass wir bis Mitte des Jahres 2022 415 Wohnungen realisiert haben werden an 15 unterschiedlichen Standorten. Nach unserer Kalkulation kann die Wohn in Dresden, das kommunale Wohnungsunternehmen, zwischen 250 und 300 Wohnungen jährlich stemmen. Das bedeutet aber auch, dass wir öffentliche Fördergelder zur Verfügung gestellt bekommen seitens des Bundes durch den Freistaat, aber sich eben auch der Träger, die Stadt Dresden, an den Ankaufsbudgets, an den Planungskosten und damit an der Realisierbarkeit auch finanziell für kommunales Wohnen in Dresden beteiligt. So, damit kommen wir zum Abschluss der ersten Fragerunde und das sind die Fraktionslosen an der Reihe. Herr Aschenbach. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich übernehme das. Wir haben uns das so aufgeteilt. Die Corona-Pandemie oder lokale Epidemie hier in Dresden ist ja einigermaßen
gut verlaufen. Wir haben offenkundig bis jetzt mehr richtig als falsch gemacht. Dennoch muss man ja nicht weit gucken, nur in den Fernseher oder ins Laptop. Dann sieht man ja auf der Welt USA, Brasilien, Südafrika. Das sieht wirklich nicht gut aus. Jetzt könnte man sagen, das ist weit weg, aber es gibt auch Länder, die sind näher dran. Israel, Kroatien oder Luxemburg, die jetzt momentan sehr stark steigen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt der Herbst kommt, es ist alles andere als ausgeschlossen, dass wir hier sowas wie eine zweite Welle bekommen. Und meine nüchterne Frage jetzt kurz vor den Sommerferien ist zunächst, was haben wir in der Vergangenheit gelernt? Was ist richtig gemacht worden und was kann noch besser werden? Auch hier übernimmt die Beantwortung Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Dr. Schulte-Wissermann, Sie haben ja gefragt, was mit den Verkehrsmittelzählungen während der Pandemie ist. Nein, das ist die andere Frage. Liebe Kollegin Jenischl, ich würde die Frage für Sie übernehmen. Es ging um Corona. Sehr geehrter Herr Dr. Schulte-Wissermann, ich denke, auf Pandemien dieser Art ist weder ein Land, ein Kontinent noch eine Stadt wirklich vorbereitet. Und das war, das ist und das wird kaum in dieser Weise möglich sein, obgleich sich der Dienstbetrieb der Stadtverwaltung und das öffentliche Leben schrittweise auf eine neue Normalität hinbewegen, gelten bekanntermaßen weiterhin Einschränkungen, die uns einen Blick von außen auf das Szenario durchaus erschweren. Insofern ist der Erkenntnisprozess, ob das gut und schlecht im Umgang mit der Corona-Pandemie noch nicht oder gut gelaufen ist, gut oder schlecht gelaufen, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen, sondern wir befinden uns quasi noch in der sogenannten ersten Welle und wissen auch, dass hier Herausforderungen noch nicht abgeschlossen sind und gegebenenfalls auch neue Herausforderungen auf uns zukommen. Es wäre deshalb irrtümlich annehmen zu wollen, dass wir die gegenwärtige Pandemie nur sorgfältig genug auswerten müssten, um gegenüber einer neuen möglichen zweiten oder dritten Welle mit einem abgeschlossenen Maßnahmenplan gewappnet zu sein, der alle Eventualitäten, die da auf uns zukommen mögen, berücksichtigt. Zumal sämtliche Maßnahmen, die auch wir als Stadtverwaltung tätigen, nur dann erfolgreich sein können und sind, wenn sie auch von der Bevölkerung, von jedem Einzelnen in der Bevölkerung mitgetragen werden. Diesbezüglich gilt auch an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank und auch das Lob an die Dresdnerinnen und Dresdner, die in den letzten Wochen und Monaten gut, ich sage es bewusst, mitgezogen sind und sich zum größten Teil an die Regeln gehalten haben. Ob es zu einer zweiten Ausbruchswelle kommt oder sich einzelne Ausbruchsgeschehen häufen werden, können wir heute verlässlich nicht voraussagen. Der Virus ist definitiv noch unter uns, er ist nicht ausgelöscht. Weder in Dresden, noch in Sachsen, noch in Deutschland, noch in Europa, weltweit schon gar nicht. Durch die Mobilität der Menschen kann es immer wieder zu Infektionen kommen und wir schauen jetzt sehr sensibilisiert auf die beginnenden Sommerferien und beobachten natürlich die Situation aktuell, die Situation in den kälteren Monaten, in denen wir dann wieder ganz sicher enger zusammenrücken werden und nicht so häufig an der frischen Luft sein werden, kann sich indes recht rasch ändern und damit eben auch die epidemische oder pandemische Situation. Was wir aber heute wissen, ist, dass durch ein konsequentes Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln wie Händewaschen, Hustenetikette, Lüften und das Abstandhalten sowie das konsequente Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung eine Übertragung des Virus deutlich reduziert werden kann. Die sogenannten AHA-Regeln sind keineswegs Schikanen, sondern zeigen nachweislich Wirkung. Und hier betone ich es nochmal, es ist Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger, das mitzunehmen
und ernst zu nehmen, vorsichtig zu bleiben und möglichst auch die Forderungen, die seitens der Politik mit wissenschaftlichen Rat gestellt werden, auch zu befolgen. Ich denke, wir müssen lernen und wir werden es lernen, mit dem Risiko zu leben. Und wir sollten, wie gesagt, ganz bewusst aufmerksam und achtsam uns und anderen gegenüber bleiben. Oberste Priorität muss die rasche Identifizierung von infektiösen Personen haben, die konsequente Kontaktnachverfolgung von erkrankten Menschen und deren Umfeld und dann auch die Absonderung von erkrankten und damit infizierten Personen. Mit den Ihnen sicherlich auch bekannten Regeln und auch dem Maßnahmeplan der sogenannten Corona-Ampel hoffen wir auch ganz klar rechtzeitig bei einer Inzidenz ab 20 in der Stadt Dresden, 20 Infizierungen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen rechtzeitig und effektiv auf neue Fälle reagieren zu können. Gut, erlauben Sie mir 2 schnelle Nachfragen. Die erste ist, was bereitet die Stadtverwaltung jetzt vor? Wir haben ja in der Corona-Pandemie-Zeit gesehen, es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Und es ist ja vieles auch umgesetzt worden, aber man wünschte sich bei manchen Sachen ja auch mehr Zeit. Die Frage ist jetzt an alle Ressorts, was wird jetzt vorbereitet, was wir dann im Herbst eventuell auch hier im Stadtrat dann beschließen können, damit wir vorbereiteter sind für die Probleme, die es bei Kindern gibt, bei häuslicher Gewalt, bei Selbstständigen, bei Künstlern, bei allem, was wir hier so in der Stadt haben. Und die zweite Frage ist, wie lief eigentlich die Kooperation, die Zusammenarbeit mit dem Freistaat und gibt es irgendetwas, was der Stadtrat tun kann oder tun müsste, sollte es einen Missstand geben, dass es da besser wird? Wir sind sehr, sehr gut gerüstet mit Informationsmaterialien, die der Bürger, Initiativen, Institutionen herunterladen können. Auch über unser Netzwerk der Träger werden vulnerable Personen, Institutionen, Einrichtungen informiert. Wir werden innerhalb der Stadtverwaltung auch den Umgang mit dem Virus schulen, sage ich mal, um ein effizientes und effektives Handeln im Falle einer zweiten Welle auch realisieren zu können. Wir haben sehr viele Dinge gelernt. Wir haben ein sehr effizientes Infektionsschutzteam, was sich in der Hochzeit der ersten Phase auch räumlich separiert hat, sodass also an unterschiedlichsten Stellen die Teams aktiv werden konnten und ihre Arbeit tun konnten. Sie wissen, wir haben eine Dresdner Corona-Drive-In-Ambulanz als Kommune auf den Weg gebracht, die ist aktuell im Standby und soll es uns ermöglichen, schnell zu testen. Personen, die in der kritischen Infrastruktur, beispielsweise in der Pflege, beispielsweise in der Lehre, in der Pädagogik unterwegs sind, damit also das Infektionsgeschehen möglich gar nicht erst zum Tragen kommt. Über das Gesundheits- und das Sozialamt wurden Angebote von ehrenamtlichen Helfern und Unterstützungsangebote für Menschen in Quarantäne und deren Angehörigen gesammelt und koordiniert. Die Angebote werden auch weiterhin aufrechterhalten. Hier hoffen wir, dass wir ganz viele Corona-helfende Akteure dann auch im Herbst wieder aktivieren können. Wir haben Angebote psychologischer und psychosozialer Unterstützung in Anlehnung an die PSNV-Strukturen, also an die psychosoziale Notfallversorgung im Großschadensfall und über den psychosozialen Krisendienst organisiert, dass also Ängste und Fragen und psychologische Probleme schnellstmöglich bearbeitet und begleitet werden. Der sozialpsychologische und psychiatrische Dienst wird auch weiterhin präsent sein und Beratungsangebote wie beispielsweise Suchtberatung werden auch weiterhin telefonisch gut aufgestellt und zur Verfügung stehen. Das bedeutet also, dass wir mit den Erfahrungen aus der ersten Welle Infrastrukturen geschaffen haben, die wir dann, sollte es eine zweite Welle geben, auch wieder aktivieren können. Sie haben des Weiteren gefragt, wie die Kooperation mit dem Freistaat ist.
auf der Arbeitsebene gibt und gab es eine sehr gute, eine sehr enge Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Sächsischen Ministerium für Soziales und natürlich auch den anderen Gesundheitsämtern in der Region. Sie wissen, der Virus kennt keine regionalen Grenzen. Es finden nach wie vor wöchentliche Austauschtreffen statt. Der Wunsch wäre, aus Sicht der Landeshauptstadt und damit der Praktiker, die Strukturen und Verordnungen umsetzen müssen, früher einbezogen und gehört zu werden, weil die Vorlaufzeit war in den letzten Monaten sehr gering, was Verordnungen betraf und Stellungnahmen. Vor allem die verwaltungsrechtlichen Fragen der Prüfung und Genehmigung von Hygienekonzepten und die Notwendigkeit, die Bürgerinnen und Bürger gut mitzunehmen und ihre Fragen zu beantworten und die Verordnungen immer wieder neu auszulegen, die ist sehr intensiv und setzt auch das Gesundheitsamt in der Informationsarbeit sehr unter Druck. Das bedeutet, dass wir hier darauf setzen, dass die Zusammenarbeit weiter gut verläuft, dass die Informationen weiterhin gut fließen, wir aber, wie gesagt, schneller reagieren können. Und auch hier nochmal der Appell, uns kann es nur gelingen, wenn alle Ebenen gut zusammenarbeiten, wenn das Land gute Vorgaben, die der Bürger, die Kommunen gut umsetzen können, gibt. Und das bedeutet auch für uns, für Sie, dass wir uns regelmäßig verständigen sollten und darüber bewusst sein sollten, dass nur wir alle gemeinsam durch diese pandemische Phase kommen werden, erfolgreich kommen werden, wenn wir uns den Regeln stellen, diese einhalten und uns bewusst sind, der Virus ist nicht weg, auch wenn aktuell nur einstellige Zahlen in der Stadt vorhanden sind. Danke. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die zweite Fragerunde. Es beginnt wieder die SPD-Fraktion. Herr Engel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Liegenschaft der ehemaligen Staatsoperette in Leuben verfällt mehr und mehr. Außerdem ist zu befürchten, dass Schäden durch Vandalismus oder Einbruch entstehen könnten. In der Beschlusskontrolle vom 22. Januar 2020 zu dem Antrag zur zukünftigen Nutzung des Grundstücks der ehemaligen Operette erklären Sie, dass, in Anführungsstrichen, dass im Ergebnis der Prüfung zur Vorbereitung einer Konzeptausschreibung festgestellt wurde, dass eine Bebauung des rückwärtigen Grundstücksteils für Wohnzwecke nur in sehr eingeschränktem Maße möglich und aufgrund der erheblichen Abbruchkosten nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Infolge des Zwischenergebnisses teilten Sie mit, dass daher alternative Nutzungsvarianten des rückwärtigen Bereichs für den städtischen Eigenbedarf sowie eine Sanierung des zu erhaltenden Kopfbaus mit dem Ziel einer öffentlichen Nutzung geprüft werden. Da jedoch für den 30. Juni 2020 angekündigte weitere Beschlusskontrolle bislang noch nicht vorgelegt wurde, bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen. Was hat die Prüfung zur alternativen Nutzungsvarianten der Liegenschaft ergeben und welche Nutzungsvarianten des Kopfbaus haben sich im Speziellen daraus ergeben? Und zum Zweiten, wann ist mit einer Vorlage zur Konzeptausschreibung im Stadtrat zu rechnen? Die Beantwortung übernimmt der zuständige Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau und für den nur wiederum stellvertretend Frau Jenichen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Engel, mögliche Nutzungen für das gesamte Gelände nach der Feststellung der neuen Situation, die Sie geschildert haben, wurden mit dem Eigenbetrieb Sportstätten, dem Amt für Kultur und Denkmalpflege, dem Amt für Wirtschaftsförderung, dem Stadtbezirksamt Leuben und dem Stadtplanungsamt abgestimmt. Es ist davon auszugehen, dass der Kopfbau grundsätzlich saniert und erhalten werden kann. Folgende Nutzungen sind für das gesamte Gelände möglich und erwünscht: Stadtteilbibliothek, Sport- und Freizeitaktivitäten im Zusammenhang mit der angrenzenden Nutzung der Sportstätte Pirnaer Landstraße 121b, also sowas wie Kegeln oder Motorik- und Koordinationsparcours, Streetball, Klettern. Kulturelle Nutzung entsprechend Kulturentwicklungsplan und Konzeption als Stadtteil- und Nachbarschaftszentrum, Räumlichkeiten für Kultur- und Kreativwirtschaft, Vermietung für Geschäftsräume und oder Sportverein oder des Kleingartenverbandes, Vermietung für private kleinteilige Fitness- und Wellnessanbieter.
Diese Nutzungen sind überwiegend öffentlicher Art bzw. durch gemeinnützige Vereine gedacht. Es ist dann nicht zu erwarten, dass in wesentlichem Umfang Einnahmen generiert werden könnten, die die erforderlichen Investitionen in absehbarer Zeit refinanzieren. Deshalb erscheint es uns fachlich nicht sinnvoll, das Gesamtprojekt im Rahmen einer Konzeptausschreibung durch private Dritte realisieren zu lassen. Dann müssten wir als Stadt die Räumlichkeiten zu entsprechenden Mietpreisen wieder anmieten. Deshalb beabsichtigt die Verwaltung nach der Sommerpause, Ihnen zur Entscheidung eine Vorlage einzubringen, um die genannten Nutzungsvorschläge durch den Stadtrat bestätigen zu lassen und den Beschluss zur Konzeptausschreibung aufzuheben. Wenn Sie das so bestätigen würden, nachdem Sie das erörtert haben, würde dann die Erarbeitung eines konkreten Nutzer- und Betreiberkonzeptes beauftragt, auf dessen Grundlage das Amt für Hochbau- und Immobilienverwaltung die Bedarfsplanung inklusive Kosten und Finanzierung erstellt. Und dann möchten wir zur Finanzierung des Gesamtprojektes auch prüfen, ob wir Fördermittel aus Städtebau- oder EU-Töpfen akquirieren können. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der FDP. Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, jetzt mit dem Beginn der Sommerferien freuen sich die Schüler natürlich über die Ferien, aber auch über den Beginn am 1. September, der hoffentlich wieder unter alten Bedingungen stattfinden kann. Gehandicapt sind nur noch die Schulen, die in Auslagerung sich befinden. Und deshalb unsere Frage zu einer dieser Auslagerungsstandorte. Die 76. Oberschule auf der Merbitzer Straße im Stadtteil Briesnitz wird ab dem kommenden Schuljahr für die nächsten 3 Jahre saniert. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung im Mai beschlossen. Als Auslagerungsstandort dient der ehemalige Schulbau an der Ginsterstraße 3 in Gorbitz. Am Standort der auszulagernden 76. Oberschule in Briesnitz gibt es bereits eine Turnhalle, die im Jahr 2015 fertig saniert wurde und die nicht Teil der Sanierung der Schulgebäude ist. Die ist ja fertig. Auf diese Turnhalle beziehen sich meine 2 Fragen. Kann die Sporthalle, diese sanierte Sporthalle der 76. Oberschule an der Merwitzer Straße, während der Sanierung der Schulgebäude weiterhin für Schul- und Vereinssport genutzt werden? Und dann danach anschließend noch, sind in dieser Sporthalle die üblichen Sport- und Turngeräte einer Schulsporthalle vorhanden, die für den Schul- und Vereinssport nötig sind und verwendet werden können? So, jetzt kommen wir zur Premiere auf der anderen Seite. Herr Bürgermeister Dohnhauser. Ja, lieber Franz Josef Fischer, was die Nutzung der Schulsporthalle angeht, ist diese während der Sanierung und Erweiterung der 76. Oberschule nicht vorgesehen. Vielmehr wird darauf gesetzt, auf benachbarte Schulsporthallen, was den Vereinssport angeht, zurückzugreifen, wie zum Beispiel in die neue Turnhalle der 76. Grundschule. Und was die Ausstattung angeht der Sporthalle, die eben genannt worden ist, was die Oberschule angeht, die ist mit den entsprechenden Sport- und Turngeräten im üblichen Maße ausgestattet. Was allerdings erfolgen wird, ist, dass ein Teil dieser Ausstattung dann an den Auslagerungsstandort Turnhalle Ginsterstraße 3 verbracht wird, um dort auch die entsprechenden Bedingungen für den Schulsport zu sichern. Dankeschön, das erklärt die Frage der Bevölkerung, dass im Moment die Turnhalle ja noch leer war. Also vielen Dank. Als nächstes kommen wir zu den Freien Wählern und dann Herrn Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 26. September 2019 hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, eine Machbarkeits- und Potenzialstudie zur besseren touristischen und verkehrlichen Erschließung des Lockwitztals als Ausflugsziel und Naherholungsgebiet zu erstellen und verkehrliche Potenziale einer Vernetzung mit dem Umland zu untersuchen. Folgende Punkte sollten dabei besonders Beachtung finden. Aktueller Zustand der Wander- und Radwege inklusive der Ausschilderung und des Wegweisersystems, Machbarkeit einer Wiedereinrichtung der Lockwitztalbahn als Ausflugslinie mit stark begrenzter Nutzung als Umlandlinie mit Anschluss an den Straßenbahnknotenpunkt Niedersedlitz, Prüfung der Neueinrichtung
von Radwegen als Verbindung ins Umland und zu touristisch relevanten Orten sowie deren Anschluss an das Fernradwegenetz, Prüfung von Möglichkeiten der Kooperation mit benachbarten Gemeinden und der Integration von Maßnahmen in das Programm des Freistaates. Zur Finanzierung einer ersten Studie beschließt der Stadtrat 50.000 Euro aus der Liquiditätsreserve. Die Studie sollte dem Stadtrat am 31.12.19 vorgelegt werden. In der Beschlusskontrolle vom 6. Juli 2020 informierte der zuständige Bürgermeister, die Liquiditätsreserve ist überzeichnet. Weitere Deckungsmöglichkeiten sind im Geschäftsbereich Stadtentwicklung Bau nicht vorhanden. Daher konnte die genannte Studie nicht erarbeitet werden. Dazu habe ich folgende Fragen. Wie passt die Aussage, es sei kein Geld für die Studie da, zum Beschluss des Stadtrates vom 30. Januar 2020? Die Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt ab sofort die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen Entscheidungen und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf die Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Wann ist auf die Studien zu erwarten? Auch hier übernimmt die Beantwortung für Herrn Kollegen Schmidt-Lamontin, Frau Bürgermeisterin Jenigen. Ja, Herr Abgeordneter Genschmer, Sie hatten ja schon gesagt, dass der eigentliche Kostendeckungsvorschlag entfallen ist. Das hat sich nicht geändert. Deshalb wurde im Rahmen eines studentischen Praktikums der Untersuchungsauftrag zur Zustandsanalyse der Wander- und Radwege sowie zur Prüfung der Neueinrichtung von Radwegen und deren Anschluss an das Fernradwegenetz vergeben. Ergebnisse können dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften vorgestellt werden. Eine Machbarkeitsuntersuchung zur Wiedereinrichtung der Lockwitz-Talstraßenbahn wurde aus Kostengründen bisher nicht vergeben. In der Beschlusskontrolle ist über diese, ich sage mal, kleine Studie dieser Studenten nicht Bezug genommen worden. Können Sie diese, ich sage mal, an die Beantwortung der Frage mit dranhängen? Die Studie ist jetzt noch nicht fertig. Wenn sie fertig ist, werden wir sie vorstellen. Und okay. Ansonsten hatte ich Ihnen den aktuellen Sachstand berichtet. Wir haben kein Geld, aber wir haben eine andere Lösung. Dann habe ich Sie falsch verstanden. Ich habe gedacht, die geringe Studie von den Studenten liegt schon vor. Nein, die ist noch nicht fertig. Das war sozusagen die Alternative, weil wir nach wie vor kein Geld für diese Aufgaben haben. Bedanke ich mich. Als nächstes ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe und da Herr Dr. Depper. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Fahrradkuriere und Lastenfahrräder stellen eine sehr umweltfreundliche, schnelle und kostengünstige Möglichkeit zum Transport kleinerer und mittelgroßer Sendungen innerhalb von Städten dar. Lastenfahrräder sind inzwischen technisch hochentwickelt, können also zum Beispiel auch mit Elektroantrieb ausgerüstet sein, bieten viele Anwendungsmöglichkeiten und brauchen keinen Parkraum. Viele deutsche Großstädte haben mit dem Einsatz von Lastenfahrrädern für Transporte der Verwaltung bereits gute Erfahrungen gemacht, so zum Beispiel der Berliner Senat. Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen. Erstens, bedient sich die Stadtverwaltung in Dresden der Dienste von Fahrradkurieren für den Transport eiliger Sendungen innerhalb Dresdens, so zum Beispiel zwischen entfernt liegenden Verwaltungsstellen? Wenn ja, in welchem Umfang und welche Erfahrungen liegen damit vor? Zweitens, besitzt und benutzt die Stadtverwaltung Lastenfahrräder zum Transport kleinerer und mittlerer Sendungen innerhalb Dresdens, so zum Beispiel zwischen entfernt liegenden Ämtern oder Verwaltungsstellen oder zur raschen Zustellung an andere Empfänger? Wenn ja, in welchem Umfang? Wenn nein, wie finden solche Transporte derzeit statt? Ist die Anschaffung von Lastenfahrrädern geplant? Die Beantwortung übernimmt hier Herr Bürgermeister Dr. Lahmes. Ja, sehr geehrter Herr Deppe, die Landeshauptstadt transportiert im regelmäßigen Betrieb zwischen den Verwaltungsstandorten Post und weiteres Transportgut mit einem Kurierdienst, der einen festen Fahrplan hat,
und zur Vermeidung von zu vielen Fahrten diese Fahrten auch bündelt. Dafür arbeiten wir mit 5 Kleintransportern und liefern mit diesen an alle Organisationseinheiten aus, die nicht im neuen Rathaus in Dresden untergebracht sind. Deshalb besteht grundsätzlich für diesen regelmäßigen Dienst kein Bedarf des Einsatzes von Lastenfahrrädern. Sollten dennoch kurzfristig weitere Transporte erforderlich werden, dann kommt der Fahrdienst im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen zum Einsatz, der über Fahrzeuge verfügt, die lokal emissionsfrei fahren können. Im Bedarfsfall kann auch auf Lastenfahrräder zurückgegriffen werden, denn solche Lastenfahrräder haben wir auch als Dienstfahrräder. Wir haben auch ganz normale, richtige Dienstfahrräder, also wo man tritt. Ja, und das ist sowieso gesünder, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Und auch E-Bikes haben wir auch, wenn man meint, sowas zu benötigen. Die Stadtverwaltung besitzt ein elektrisches Lastenfahrrad für anstehende Dienstfahrten und kleine Transporte. Das ist bis zu 100 Kilogramm ausgelegt und das kann durch ein elektronisches Programm oder gegebenenfalls auch für einen längeren Zeitraum gebucht werden. Dienstfahrräder haben wir mehr, 102 an der Zahl, die werden auch genutzt. Und im Übrigen haben wir aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem ADFC Dresden e.V. Die Möglichkeit, die Fahrräder der Dresdner Lastenrad-Initiative kostenlos zu nutzen. Diese Fahrräder sind im Stadtgebiet an wechselnden Stellen stationiert, sodass die Ämter auch außerhalb des Stadtzentrums für diesen Lastenrad-Einsatz nutzen können. Gut, das freut mich zu hören. Dennoch gestatten Sie vielleicht noch eine Nachfrage. Also wenn das denn so ist, aber wenn anscheinend nach dem, was Sie gesagt haben, so die Mehrzahl der Transporte doch eher mit eben Autokurieren erfolgt, dann wird sich ja eigentlich anbieten, dass man eben diese Transporte mit Lastenfahrrädern ausbaut und eben auch in den Routinebetrieb sozusagen, in die Routinezirkulation in der Verwaltung integriert. Gibt es solche Pläne? Und wenn nein, warum nicht? Naja, natürlich versuchen wir, die ökologischen Standards hochzuschrauben. Sie wissen, dass wir zunehmend auf den Einsatz insbesondere von Elektrofahrzeugen setzen. Was solche Pläne angeht, das müsste ich Ihnen nochmal gesondert zuarbeiten. Jedenfalls augenscheinlich, nach der eigenen Wahrnehmung, ist es so, dass in diesen Kurierfahrzeugen doch häufig deutlich mehr Post und sonstiges Transportgut steckt, als in ein Lastenfahrrad so ohne weiteres reinpassen. Deshalb nehme ich so die Grundlinie wahr, also diesen Standardtransport mit Kraftfahrzeugen zu absolvieren, die, denke ich, auf jeden Fall zunehmend auch auf andere Antriebsarten umgerüstet werden oder welche mit neuen Antriebsarten beschafft werden und diese Fahrradvariante eher für die gelegentliche und nicht regelmäßige Variante zu nutzen. Gut, dann warte ich auf Ihre entsprechende Zuarbeit und bitte um schriftliche Beantwortung. Vielen Dank. Letzteres ist selbstverständlich, machen wir ja regelmäßig. So, dann kommen wir zum nächsten Fragenden. Das ist die CDU-Fraktion mit Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Dresdner Stadtrat hat Sie auf Antrag der CDU-Fraktion am 14. Februar 2019 einstimmig beauftragt, für das Grundstück der ehemaligen Staatsoperette in Leuben unverzüglich eine Konzeptausschreibung vorzubereiten. Wie wichtig das Thema ist, haben wir gerade gemerkt. Herr Engel hat ja bereits ebenfalls nachgefragt. Das
gibt bei mir noch mal ganz neue Fragen und ich würde trotzdem die Frage jetzt hier noch stellen. Diese Ausschreibung sollte dem Stadtrat bis zum 31. Mai 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Und dem Stadtrat war damals besonders wichtig, dass der Kopfbau als stadtteilprägendes Gebäude erhalten bleibt und möglichst einer öffentlichen Nutzung zugeführt wird. Für das übrige Grundstück sollten vorrangig Wohnbebauungen vorgesehen werden und die Belange der angrenzenden Sportvereine berücksichtigt werden. Der Antrag der CDU-Fraktion wurde bereits 2016 hier in den Stadtrat gebracht. Wir haben sehr lange, sehr intensiv miteinander diskutiert und vor allen Dingen wurde zwischendurch eine entsprechende Nutzung der Stadt Dresden für öffentliche Belange geprüft. Das heißt, als wir einstimmig im Februar 2019 als Stadtrat Sie, Herr Oberbürgermeister, beauftragt haben, eine Konzeptausschreibung vorzunehmen, haben wir all diese Sachen ja durchaus schon im Blick gehabt und das wohlweislich getan. Meine Frage daher, aus welchem Grund wird die Ausschreibung nicht, wie vom Stadtrat einstimmig beschlossen, als offene Konzeptausschreibung gestaltet? Das heißt, warum führt die Stadtverwaltung Wirtschaftlichkeitsprüfungen für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten durch und überlässt dies nicht den Investoren? Wann wird die Konzeptausschreibung dem Stadtrat zugeführt? Das hatten Sie vorhin erklärt. Aber die Frage hätte ich gern beantwortet. Ja, Frau Stadträtin Arnert, auch hier übernimmt der zuständige Geschäftsbereich die Beantwortung und dafür stellvertretend Frau Bürgermeister Jenichen. Sehr geehrte Frau Stadträtin Arnert, bei der vorbereitenden Prüfung, die durch die Stesat erfolgte, haben sich auch planungsrechtliche Gesichtspunkte als schwierig herausgestellt. Zum einen käme nur ein eingeschränkter Bereich für eine Wohnbebauung in Frage. Und es wurde auch geprüft, wie das Bestandsgebäude genutzt werden kann. Eine Umnutzung des rückwärtigen Bürogebäudes wurde im Ergebnis der Prüfung nicht für sinnvoll gehalten. Und die zu erwartenden Abbruchkosten werden derart hoch eingeschätzt, dass ein Wohnungsbauvorhaben weder für einen Investor am freien Markt als auch für unsere eigene Gesellschaft für realistisch gehalten wird. Und außerdem zeigte sich das Problem, dass eine Wohnbebauung in diesem eingeschränkten Bereich zwischen der Sportanlage und zwischen dem durch die Öffentlichkeit nach der auch von uns präferierten öffentlichen Nutzung stärker frequentierten Kopfbau aus planungsrechtlichen Gründen schwierig ist. Schließlich gibt es auch Bestrebungen des Eigenbetriebs Sportstätten zur Erweiterung der Sportstätte, die sich auf dem Operettengrundstück anbieten und eine langfristig gesicherte Nutzung des Kopfbaus als Stadtteilzentrum nicht ausschließen, sondern in Verbindung stattfinden können. All diese Überlegungen waren der Grund, warum wir Ihnen diesen anderen Vorschlag machen wollen. Sie können das dann prüfen und entscheiden im Herbst. Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Anfrage bezieht sich auf die aktuelle Situation und Tätigkeitsfelder des gemeindlichen Vollzugsdienstes und der besonderen Einsatzgruppe. Zunächst einmal die Fragen, wie ist der aktuelle Personalstand beim gemeindlichen Vollzugsdienst und der besonderen Einsatzgruppe? Wie viele Stellen sind derzeit unbesetzt? Bitte deren Anzahl und Prozentangabe zu nennen. Wie viele Mitarbeiter fallen krankheitsbedingt längerfristig aus? Und die weiteren Fragen, welche Aufgaben wurden während der Corona-Krise durch den gemeindlichen Vollzugsdienst und die besondere Einsatzgruppe wahrgenommen? Gab es Corona-bedingte Abweichungen bzw. Besonderheiten bei den auszuführenden Tätigkeitsfeldern? Hier übernimmt Herr Bürgermeister Siedl die Beantwortung. Sehr geehrter Herr Braun, die besondere Einsatzgruppe ist ein Teil der Abteilung Gemeindlicher Vollzugsdienst im Ordnungsamt. Die Abteilung Gemeindlicher Vollzugsdienst verfügt insgesamt über 150 Stellen,
von denen derzeit 7 Stellen unbesetzt sind, also einen prozentualen Anteil von 4,66%. In der besonderen Einsatzgruppe sieht die Stellensituation so aus, dass es 37 Stellen gibt, von denen 6 Stellen derzeit unbesetzt sind, also ist hier der Anteil 16,2%. Für diese Stellen läuft aber derzeit das Stellennachbesetzungsverfahren. Diese Nachbesetzung ist schrittweise ab dem 1. August geplant. In der Abteilung insgesamt sind zurzeit 2 Bedienstete krankheitsbedingt längerfristig nicht im Dienst. Das entspricht einem Anteil von 1,33%. Diese beiden Bediensteten sind allerdings nicht im Außendienst tätig. Während der aktuellen Corona-Lage hat es einige Änderungen am Dienstregime des gemeindlichen Vollzugsdienstes gegeben. Einerseits ist das Ordnungsamt insgesamt von der Anordnung vom 23. März der Überführung in einen Notbetrieb betroffen gewesen. Das heißt, für alle Organisationseinheiten einen den Abläufen angepassten Dienstzyklus zu entwickeln. Das hat für den gemeindlichen Vollzugsdienst bedeutet, dass wir anders als sonst an 7 Tagen in der Woche tätig gewesen sind, und zwar für den Zeitraum im März von morgens 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr in 2 Schichten an allen Tagen, einschließlich der Feiertage, und ab Anfang April bis Anfang Mai von 8.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Seit Anfang Juni waren wir von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr im Einsatz. Wir haben ja entsprechende sachgebietsübergreifende Teams gebildet. Die zeitlichen Mehrabdeckungen, also ein erheblicher Aufwuchs an Feiertags- und Wochenenddiensten, ließ sich ein Stück weit dadurch kompensieren, dass ja eine größere Anzahl von Stadtteilfesten und sonstigen Veranstaltungen entfallen ist, sodass auch unter Berücksichtigung zusätzlicher Nichtverfügbarkeiten von Bediensteten wir uns hier insbesondere Corona-spezifischen Aufgaben auch widmen konnten. Einerseits eine allgemeine Präsenz im öffentlichen Raum, dann die Bestreifung bekannter Anlaufpunkte von Personengruppen, insbesondere Spielplätzen und Sportanlagen, der Prüfung von Bürgerhinweisen in Zusammenhang mit den Allgemeinverfügungen, natürlich der Einschreitung bei festgestellten Verstößen und in einem ganz erheblichen Umfang die Erledigung von Amtshilfeersuchen anderer Ämter und hier vorzugsweise des Gesundheitsamtes. Die sonstigen Aufgaben des Ordnungsamts im Rahmen unserer übertragenen polizeilichen Vollzugsaufgaben haben wir hier etwas stärker auf die reine Gefahrenabwehr bezogen. Das heißt, das allgemeine Ordnungswidrigkeitsgeschehen, sofern es eben nicht unmittelbar der Gefahrenabwehr oder der Corona-Lage geht, war etwas zurückgestellt. Dieser gesonderte Dienstbetrieb ist seit dem 2. Juni wieder in den Normalbetrieb des gemeindlichen Vollzugsdienstes, wie er sonst üblich ist, überführt. Vielen Dank. Danke. Wir setzen fort mit Fraktion Die Linke und da ist Frau Dr. Geitsch die Fragende. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage, die den Gemeinschaftsgarten in Prohlis betrifft. Diesen Gemeinschaftsgarten gibt es seit 2017. Er hat sich zu einem Ort des solidarischen und freundschaftlichen Miteinanders von Prohliserinnen und Prohlisern unterschiedlicher sozialer und kultureller Gruppen entwickelt. Mit viel Liebe und Engagement haben sich die Nutzerinnen und Nutzer ein Areal des Miteinanders, einen Ort von Begegnung und Austausch geschaffen. Es ist ein Ort in Prohlis, an dem Menschen Vielfalt als Bereicherung erleben. Allerdings gibt es offensichtlich Menschen, denen das nicht gefällt. Regelmäßig gab es in den letzten 3 Jahren rechte Schmierereien und Aufkleber am Zaun des Gartens. Neben Vandalismus im Garten und dem mehrmaligen Anbrennen und Beschmieren der Außenschilder kam es zu Beschimpfungen von Mitarbeiterinnen und Nutzerinnen sowie zu Beschädigungen des Eingangstores. Mehrfach wurde nationalsozialistische und islamfeindliche Propaganda ins Gelände geworfen bzw. am Tor angebracht. Die Bedrohung gegen den interkulturellen Gemeinschaftsgarten in Prohlis hat nun neue erschreckende Formen angenommen.
Der aktuelle Höhepunkt ist der Fund eines Waffenprojektils am Dienstagabend, dem 7. Juli. Ein Kind der Gartengemeinschaft fand eine Patrone, welche in den Farben schwarz-weiß-rot markiert war und eine Aufschrift enthielt. Deshalb meine Frage: Was gedenken Sie, Herr Oberbürgermeister, zu tun, um die Verursacher dieser Angriffe zu ermitteln, um deren Aktivitäten gegen den Garten und damit dessen Nutzerinnen und Nutzer zu unterbinden? Anders gefragt, mit welchen Maßnahmen können die Nutzerinnen und Nutzer des Prohlisser Gemeinschaftsgartens wirksam geschützt werden? Hier übernimmt Frau Bürgermeisterin Jenigen die Beantwortung. Sehr geehrte Frau Stadträtin Dr. Geitsch, die Stadtverwaltung schätzt die Arbeit im Gemeinschaftsgarten Prohlis sehr. Es ist wichtige kulturelle und soziale Arbeit. Deshalb haben wir bei der Herrichtung des Grundstückes aus dem kleinen Budget für Gemeinschaftsgärten Geld dazugegeben, haben das Projekt beraten. Der Kleingartenbeirat hat die Projektbeteiligten eingeladen. Und im Nachgang wurde die Fläche noch erweitert und sie ist ja auch im Kleingartenentwicklungskonzept mit verankert, das Sie jetzt beschlossen haben. Aktuell begleitet das Stadtbezirksamt Prohlis das Projekt vor Ort sehr intensiv. Die Verantwortlichen tauschen sich zu den aktuellen Vorfällen mit dem Stadtbezirksamtsleiter aus. Und da völlig zu Recht die Vorfälle zur Anzeige gebracht worden sind, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sie werden von der Polizei übernommen. Das obliegt jetzt nicht uns selber, aber wir werden mit den Verantwortlichen vor Ort in Kontakt bleiben. Es ist uns sehr wichtig, dass solche Projekte Menschen aufklärend und verbindend zusammenbringen und für interkulturelles Zusammenleben und urbanes Gärtnern werden. Praktisch sehen wir im Moment im baulichen Bereich des Gartens wenig Verbesserungsmöglichkeiten. Das Gelände ist stabil durch eine Lärmschutzwand und einen Stabgitterzaun eingefriedet. Es liegt zentral an der Donauer Straße und einer benachbarten Schule und das Gerätehaus ist massiv. Aber wir werden als Stadtverwaltung rassistisch motivierten Äußerungen entschieden entgegentreten und wollen die Stadtgesellschaft durch Projekte und reales Handeln bei aller Vielfaltigkeit verbinden, nicht trennen. Wir sehen uns als weltoffene Stadt und dieses Projekt ist ein wichtiger Bestandteil davon. Deshalb werde ich es jetzt im Sommer selber nochmal besuchen und mich mit den Beteiligten auch treffen und gucken, wie wir sie besser vor Ort unterstützen können. Dankeschön für die Antwort. Gestatten Sie mir eine Nachfrage, die das Problem jetzt doch noch ein Stückchen weiterzieht. Die Angriffe auf den Prohlisser Gemeinschaftsgarten sind ja leider nur ein Beispiel von vielen in den letzten Jahren in Dresden von rassistischen Angriffen. Ich erinnere an den Mord an Marwa El-Scherbini im Jahr 2009, an den Angriff auf die Moschee in Kotta von 2018 oder jüngst im Jahr 2019 Angriffe gegen ein Kindergartenkind, welches vom Dreirad geschubst wurde. Und deshalb meine Zusatzfrage: Welche wirksame Maßnahmen sollen künftig umgesetzt werden, um insbesondere das Leben von Asylsuchenden in Dresden sicher zu machen und ein wirkliches, solidarisches Gemeinwesen von geborenen und zugezogenen Dresdnerinnen und Dresdnern zu entwickeln? Also hier erwarte ich eigentlich schon eher eine Antwort vom Bürgermeister selbst oder von Herrn Sittel. Also er hat jetzt gesagt, ich soll weiter antworten, aber ich glaube, ich spreche dafür alle, die wir hier vorne sitzen. Wir werben für eine weltoffene Stadt. Wir solidarisieren uns mit den angegriffenen rassistischen Angriffen. Das haben wir immer wieder ausgedrückt und wir werden natürlich eine Vielfalt von Maßnahmen organisieren und mit allen, die das auch so zusammen sehen, in der Stadt zeigen und durchführen und ganz deutlich machen, dass wir rassistische Angriffe, Menschenfeindlichkeit in dieser Stadt nicht wollen und ablehnen. Hatten Sie noch eine Bemerkung zum Abschluss? Hier schließt sich für mich auch der Kreis zu der Anfrage heute zum Umgang mit der Petition von Banda Kommunale, sie einfach ad acta zu legen, ist für mich nicht die richtige Lösung. Man muss sich einfach damit wirklich inhaltlich auseinandersetzen. Und das erwarte ich auch von der Verwaltung.
Das machen wir permanent, uns inhaltlich damit auseinandersetzen als Verwaltung und ich hoffe, Sie auch als Stadtrat. Und dann sitzen wir gemeinschaftlich im Boot für unsere weitere Entwicklung dieser Stadt. So, damit kommen wir zum Abschluss der Fragestunde und der zweiten Fragerunde für die Fraktionslosen. Und jetzt denke ich, ach nee, macht auch Herr Schulte-Wissermann. Mensch, ich habe ja einen Doppelnamen, also ich decke beide ab. Corona, wir hatten es in der ersten Frage schon, jetzt nochmal, aber mit einer anderen Stoßrichtung. Corona hat ja vieles gemacht in unserer Stadt. Unter anderem hat es auch das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert. Zum einen natürlich zwanghaft im März, im April, im Lockdown. Da kann ich mich logischerweise nicht so viel bewegen. Aber es hat ja auch Verschiebungen, Mobilitätsverhaltensänderungen gegeben, die eventuell persistent sind, also die da bleiben werden. Homeoffice ist viel attraktiver geworden. Manche Menschen haben jetzt Hobbys, wo sie vielleicht nicht mehr so viel fahren müssen. Und all das, das Fahrrad erlebt einen Riesenboom. Also das könnte mir vorstellen, dass das bleibt. Aber meinen es nicht wissen und daher meine Frage, ob die Stadt jetzt jüngst nach der ersten großen Corona-Welle Verkehrszählungen durchgezogen hat, also Kfz-Verkehrsmengenermittlungen, nicht nur im Nebenstraßennetz oder auf größeren Hauptstraßen, sondern mich interessiert vor allen Dingen in Stadtteilzentren, also Königsbrücker Straße, Königsbrücker Landstraße, Kesselsdorfer Straße, Österreicher Straße, Fetscherplatz, Borsbergstraße, so, ob da jetzt Zählungen jüngst durchgeführt wurden und wenn nicht, ob das jetzt mal geplant ist für den Sommer. Denn was ja wichtig ist, wir wollen ja einen zeitlichen Verlauf sehen, einer Kurve. Ja, wir wollen sehen, ah, hier geht es runter, da geht es wieder ein bisschen hoch und dann geht es wieder runter. Also nur so können wir ja einen Erkenntnisgewinn haben. Also gab es Zählungen und sind die geplant? Frau Jenschen, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtrat Dr. Schulte-Wissermann, jetzt meine Antwort auf diese Frage. Ja, das interessiert die Stadtverwaltung auch. Deshalb erfolgt für die Analyse des Mobilitätsverhaltens während der Pandemie gegenwärtig die Auswertung der Daten der automatischen Dauermesszählstellen hier in der Stadt durch die Abteilung Verkehrsentwicklungsplanung im Stadtplanungsamt für März 20 bis Ende Mai 20. Die Vorstellung der Ergebnisse ist im Rahmen einer Pressekonferenz in der folgenden Woche geplant, wenn sie bis dahin fertig sind, also sozusagen ganz frisch. Wir würden die dann auch den Stadträtinnen und den Stadträten zustellen. Und ansonsten erheben wir natürlich ganz regelmäßig und auch weiterhin Verkehrszähldaten für den Radverkehr über die automatischen Dauerzählstellen und dann auch turnusmäßig im Oktober wieder auf den Dresdner Elbbrücken. Und in der Vergangenheit wurden vom Stadtplanungsamt auch Passantenzählungen an ausgewählten Standorten in der Innenstadt und den Stadtteilzentren durchgeführt, sodass wir tatsächlich Vergleichszahlen haben und das beobachten und beschreiben können. Gut, damit haben Sie ja schon meine beiden Nachfragen nach dem Fahrrad- und Fußverkehr beantwortet. Dann stelle ich spontan jetzt noch eine Frage. Und zwar, könnte ich bitte diese Ergebnisse in maschinenlesbarer Form haben? Wir haben da so einen Jungpiraten, der würde sehr gerne sich über die Daten hermachen. Ich verspreche Ihnen das, was unsere technischen Möglichkeiten leisten können, gerne. Dankeschön. So, damit wäre der Tagesordnungspunkt 3 und die Fragestunde für heute in beiden Runden beendet. Wir setzen